Devil's Roundabout. These 15 kilometers of nasty comprise a rancorous racecourse known to push pilots to the limits of technical capability. We're out here at MISC's official IAE event, gearing up for a demo that's, shall we say, prohibited by Microtech's speed limits. Can their speedy razor tame this beast of a course? Jimmy is about to find out. I'd do it, Jim, but it's an insurance thing. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum fünften Tag der Intergalactic Aerospace Expo. Heute mit dem Hersteller MISC, also Musashi Industries, der Hersteller von der Freelancer. Und ihr seht hier auch von der Prospector und anderen lustigen Raumschiffen. Wir gucken mal durch, was es heute auf der Website gibt erstmal. Eine sehr interessante, spannende Sache gibt es auf jeden Fall, dazu komme ich gleich. Aber erstmal gucken wir die Schiffe durch, die wir hier haben. Also, Flight Ready sind die MISC Freelancer. Das wissen wir eh, ne? Die ganz normale, dann die Dur-Version, also die Exploration-Version, die Max, also die große Frachter-Version und die Miss, also die Kampf-Version. Alle vier als normale, auch nicht teure gewordene IAE-Version mit 10 Jahren Versicherung. Könnt ihr auch mit Stargates kaufen, so wie immer. Dann haben wir die MISC Prospector, ebenfalls mit 10 Jahren Versicherung. Dann haben wir die Razor-Version, also die normale, die Razor X und die Razor LX als IAE und die gesamte Reliant-Variante oder ja, Variation, also die normale Core, also der Allrounder sozusagen mit bisschen Frachtraum, die Marco, also der News Van, dann haben wir hier die Reliant Zen, das Science-Raumschiff und die Tana, also die Kampfversion. Ebenfalls ganz normal IAE. Und die beiden Starfarer, also die normale und die militärischere, die etwas besser gepanzerte oder auch bewaffnete Version, die Starfarer Gemini. So, das ist alles Flight Ready, das ist auch alles im Spiel zum Ausleihen verfügbar. Was nicht verfügbar ist, ist die MISC Endeavor, die könnt ihr nur kaufen, nämlich hier als normale IAE-Version, also auch mit Store Credits, sowie auch ihre ganzen Module. Da nochmal der Hinweis, die Endeavor ist ein modulares Schiff. Wenn ihr das hier kauft, dieses Teil, dann seht ihr, was damit dabei ist. Ich mach's mal ganz kurz auf. Nämlich nichts. Also es ist quasi nur die leere Endeavor, mit der kann man, ich weiß nicht, was man mit der machen können wird, keine Ahnung, werden wir sehen, wenn sie rauskommt. Wichtig ist bei dem Schiff, ihr müsst die Module dazu haben, denn nur durch die Module wird die Endeavor wirklich ja, cool. Also wir haben hier den Biodome Pod, also die beiden Dinger hier, das wird alles dran geschraubt, das sind alles Module, ne? Für Pflanzen, Wachstum, ein Gartenhaus quasi. Dann haben wir den Crew-Pod, den Fuel-Pod, also für Treibstoffkram, ein Hangar oder Landing-Pod heißt es hier, den Med-Pod, also die Medizinstation und den Research-Pod und Science-Pod sowie das Teleskop. So, das sind also alles einzelne Module. Ihr seht, ihr müsst die auch alle einzeln kaufen. Deswegen ist die Endeavor auch so günstig. Ja, ihr werdet lachen. Das ist tatsächlich ein günstiger Preis. Es ist nämlich ein monströs gigantomatisches Raumschiff, was noch sehr, sehr lange dauern wird, bis es ready wird, aber es ist gigantisch groß und dafür eigentlich viel zu billig. Das liegt halt daran, eben, weil man die ganzen Module braucht. Komme ich aber gleich nochmal genauer dazu. Dann haben wir natürlich die Hull-Serie, also die kleine Hull A, die etwas größere Hull B, die noch größere Hull C, die noch viel, viel größere Hull D und die absurd große Hull E. Ihr seht, Preisunterschiede sind da schon signifikant, das liegt eben auch an der Größe. Die Hull, auch da nochmal kurz die Erinnerung, ist, ihr seht hier eigentlich am besten auf dem Bild, ein ja, Raumschiff, was sich in der Mitte wie so ein Zeigestock so ausfahren kann quasi. Das heißt, wir haben eine Front, also das Cockpit, wir haben hinten die Triebwerke und dazwischen ist die Fracht. Und das sieht dann irgendwann so aus, dass eben hier, wie auf dem rechten Bild, diese ganzen Frachtcontainer zwischen unseren beiden Schiffsteilen angeordnet sind. Und das heißt, wir haben eine außerordentlich große Frachtkapazität. Ich glaube, wir reden hier von 9 oder von 10.000 SCU. Ob das so bleibt, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall außerordentlich viel. Und das ist ein dedizierter Frachter. Das heißt, das Ding ist wirklich... Huch, ich habe wieder meine Alertbox angelassen. Entschuldigung. Das ist ein sehr, 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 sehr großer und wirklich nur für Frachtkapazität gemachter Frachter letztendlich.
So, könnt ihr aber auch kaufen. Auch dazu komme ich nachher gleich nochmal. So, dann haben wir noch die Chairman's Club Offers. Und natürlich lässt sich ja CRG nicht lumpen und bietet uns alle MISC-Schiffe an. Und mit alle sind alle gemeint. Also alles, was bisher flight-ready oder nicht flight-ready ist, aber trotzdem bekannt ist. Das Einzige, was hier fehlt in diesem Package, sind die Endeavor-Module. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die hier mit dabei sind. Vielleicht ist irgendwer von euch zufälligerweise Concierge und hat dieses Package und kann mir das sagen, ob das mit dabei ist. Laut dem, was ich hier lese, ist es aber nicht mit dabei. Das heißt, die müsste man dann noch extra kaufen. Aber alles mit LTI. Das gilt übrigens auch für das andere Package. Das ist halt nur einfach nicht Warbond und ist dadurch ein bisschen teurer. Es gibt aber für alle Endeavor-Liebhaber für fluffige 1000 Euro ein Complete-Package, also das Master-Set mit LTI. Auch das schauen wir mal ganz kurz an, denn das ist tatsächlich jedenfalls für die, die das Schiff halt geil finden und darauf aus sind, glaube ich, die beste Variante. Nämlich für 1055 kriegt man die Endeavor mit allen Modulen, also Biodome zweimal. Den Super Collider, den gab es zum Beispiel gar nicht einzeln zu kaufen. Service und Equipment und Crew. Dann haben wir Fuel Pod, wir haben Landing, also das Hangar-Ding, Medical Bay, Research Lab, General Science, Telescope Array, lebenslange Versicherung und industrielle Hangar. So, also das ist das Complete Package für die Endeavor. Da ist quasi alles mit an Bord, was man da so braucht für ein Taui. Wie gesagt, ich zeige es euch nur, was ihr macht, müsst ihr selber wissen. Zumindest ist das hier nicht, wie sagt man, Warbond, sondern es ist halt einfach zum Store-Credit kaufen. Also vielleicht wollt ihr irgendwie eure Sache einschmelzen oder so, dann könnt ihr das theoretisch hiermit machen. Gut, kommen wir dann zu den Paints, also die Skins. Und die zeige ich euch auch gleich nochmal in-game. Die sehen nämlich tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Die sind nicht schlecht. Für die Prospector zwei Stück, einmal blau-schwarz und einmal weiß-grau. Kann man jetzt sicherlich geteilter Meinung sein, aber meiner Meinung nach, ist nichts schlechter als dieses chrom-glossy glänzende Prospector-Dings. Und das kriege ich damit weg, denn beide Skins sind matt. Sowohl schwarz und blau, als auch weiß und grau. Und das sieht cool aus. Hat aktuell noch einen kleinen Fehler, werdet ihr dann auch gleich sehen, wenn ich euch in-game zeige. Die Triebwerke, also hinten und vorne, sind aktuell noch ungeskinnt. Das wird sich hoffentlich noch fixen lassen, aber die sollten dann ebenfalls hier schwarz, beziehungsweise hier weiß sein. Dann haben wir die bereits bekannten Skins für die Freelancer, schwarz und Storm Surge. Wir haben für die Starfarmer drei Skins, nämlich auch schwarz, Light Grey und nochmal Storm Surge. Und wir haben ja das MISC-T-Shirt-Package sozusagen. Merch gibt es keinen neuen. Ist der Kram, den wir schon die ganze Zeit haben. Also wer hier noch was haben will, kann dieses Jahr bestellen. Und das war's. Naja, noch nicht so ganz. Wir haben ja, wie gesagt, noch eine etwas spannendere Geschichte. Nämlich das Upgrade auf die Freelancer Max. Und zwar ein Warbound Upgrade. Und das sieht folgendermaßen aus. Die Freelancer Max kostet eigentlich 150 Dollar. Und wir kriegen sie aktuell ab für 140 Dollar. Das ist tatsächlich wieder ein 10 Dollar Token, wenn man so will, für die, die das machen wollen. Und hier gibt es einige spannende Zusammenhänge. Denn die Frage lautet ja, was kann ich denn damit sonst noch so machen, wenn ich jetzt gar keine Freelancer Max haben will? Und die Antwort lautet zum Beispiel, eine Prospector holen. Viele haben noch keine Prospector, viele wollen aber eine Prospector und viele wollen auf der Prospector LTI haben. Das heißt, das Beste, was ihr aktuell machen könnt, ist, ihr kauft euch vom ersten Tag, ich zeige es nochmal ganz kurz, die Nomad. Warte, machen wir sie. Da. Hier, diese Version, die Warbound Edition, für 70 oder für 73, die hat LTI, immer noch, ist immer noch LTI drin. So, also ihr kauft quasi für 70 Dollar, ich rechne mal die Steuern und so weiter raus, 70 Dollar kauft ihr ein Schiff, was 80 Wert hat. Dann gradet ihr dieses Schiff auf diese Freelancer Max Edition hier ab, die ja auch nochmal ein 10er billiger ist. Und dann könnt ihr diese Version für einen 5er, weil ihr habt ja dann diesen Wert hier, diesen Ingame-Wert von 150, für einen 5er mehr auf die Prospector upgraden. Das heißt, ihr kriegt eine Prospector für 20 Euro billiger, ganz simpel gesagt. Und das wiederum bedeutet, wenn wir das mal uns angucken, kostet sie nicht 155 Dollar, sondern 135 Dollar.
Wer meine Tipps befolgt hat, der müsste auch noch in seinem Hangar ein Upgrade haben, nämlich das von vorgestern auf die Anvil Hawk. Da gab es zwar nur 5 Dollar Rabatt, aber immerhin für den oder für diejenige wäre es nochmal ein 5er billiger, also dann sogar nur 130 Dollar. Also das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Nee, warte mal, 125 Dollar, Entschuldigung. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ihr könnt auch noch ein bisschen abwarten und vielleicht noch mehr von diesen Warbond-Tokens euch holen. An der Stelle will ich auch noch mal ganz kurz zeigen, wie man das macht. Freelancer Max. So, nehmen wir jetzt die untere, die günstigere Version und nehmen dann das nächstgelegene Schiff, was dort dran kommt und immer verfügbar ist. Und das ist die Cutlass Red. So. Das heißt, ihr könnt euch für 5 Euro oder also für 5 Dollar könnt ihr euch quasi einen 10 Dollar Token sichern. Denn das Token ist am Ende 10 Dollar wert, weil ihr ja diese 10 Dollar hier spart, ganz simpel gesagt. Ne? Ihr seht es ja hier. Und das könnt ihr dann später benutzen, zum Beispiel auch für andere Dinge, wenn es keine Prospector sein soll. Es kann jedes beliebige Raumschiff sein, was teurer ist als 150 Dollar im Upgrade-Tool. Und das sind eine ganze Menge. Wir können mal ganz kurz hier reinschauen. Was da unter, also vielleicht in Frage kommt. So, da haben wir zum Beispiel hier, na, die gehen alle nicht hier, müsst mindestens 155 sein. Also Prospector, Razor geht, K2AL, Gladiator, ist wirklich eine ganze Menge. Ich scroll mal so ein bisschen durch, dass ihr einen Eindruck davon habt. Und eben alles beides, beziehungsweise wer die Hawk noch hat, alles drei sogar, ist kombinierbar miteinander, sodass ihr also am Ende insgesamt 25 Dollar bis jetzt zumindest schon mal gespart habt. Auf alle Schiffe, die jetzt hier eben in dieser Liste kommen. So, und wenn es, und jetzt kommt der große Trick, der große Clou sozusagen, das Beste überhaupt, nämlich die Star Runner. Denn die Star Runner ist weiterhin als Warbond Upgrade verfügbar, obwohl der Tag schon rum ist. Das heißt, ihr spart hier immer noch 35 Dollar. Mit anderen Worten, wenn man jetzt mal die beiden 10 Dollar Ersparnisse von der Nomad und von der Freelancer Max zusammennehmen, dann landen wir jetzt schon bei 205 Dollar für diese Version, ne, unterm Strich. Also 205 für die Starrunner. Wer jetzt noch das Hawk Upgrade von vorgestern, so wie ich es euch gesagt habe, auch noch hat, der kommt exakt auf 200 Dollar. Und insofern habe ich jetzt schon mein Ziel erreicht, was ich euch vor ein paar Tagen gesagt habe, oder das, was ich formuliert habe sozusagen, wo ich sagte, ich gehe davon aus, dass man die Star Runner während der IAE, wenn man richtig kauft, für 200 Euro bekommt. Genau da sind wir jetzt eigentlich schon. Und wir wissen natürlich noch nicht, was jetzt die nächsten Tage noch auf uns wartet, denn wir haben jetzt als nächstes noch den Hersteller Drake, dann kommen die Alien-Hersteller, dann kommt noch Origin und dann kommt noch RSI am Ende. Das heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4 Mal ein Warbond-Upgrade. Zum 99% zumindest. Also 4 weitere rabattierte Upgrades auf irgendwelche Schiffe. Welche das sind, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei der Star Runner profitieren, ist doch relativ hoch. Ne? Je nachdem, welches Schiff sie uns anbieten. Also vielleicht ist es bei Drake morgen die Cutlass Black. Weiß es nicht. Bei RSI ist es bestimmt eine Constellation. Da wird es wohl eher schwierig werden. Wir lassen uns mal überraschen. Ich wollte es euch nochmal mitgeben, nur auf dem Weg. Wenn ihr diese Warbond-Upgrades sammelt, so wie ich auch. Ich kann es euch übrigens auch mal zeigen. Moment kurz. So, und zwar ich habe dummerweise das Hawk-Upgrade vergessen zu kaufen. Zum Glück ist es nur ein 5er. Habe ich leider verpeilt selber, obwohl ich es euch selber erzählt habe. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt heute das Cutlass Red auf die Freelancer Max Upgrade geholt, um den 10er mitzunehmen. Dann habe ich den 10er von der Reliant Core zur Nomad mir mitgenommen. Ich hätte mir auch eine Nomad holen können, aber ich brauche einfach nicht noch einen LTI-Token. Ich habe genügend davon, deswegen habe ich mir den 10er auf diese Weise geholt. Und natürlich habe ich mir einen Prospector zur Star Runner Upgrade organisiert, um noch die 35 Dollar Rabatt mitzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal meine Sachen zusammenrechne, haben diese drei zusammen einen Wert von 55 Dollar. Was ich also bei einem beliebigen Schiff spare, was mindestens die Prospector ist oder, mindestens die Starrunner ist oder teurer. Also was auch immer ich mir dann hole, ob es nochmal eine Starrunner ist oder noch was anderes, was größer ist, spare ich da jetzt schon 55 Dollar safe. Das ist das Coole. Und eben, mal sehen, was die anderen Tage noch so bringen. Wir haben jetzt Drake als nächstes, das bringt bestimmt auch wieder einen Token. Dann haben wir die Alien-Hersteller hier, die drei, das bringt bestimmt auch nochmal einen Token. Dann haben wir Origin mit dem Token und RSI mit dem Token. Und wenn die alle, theoretisch, ich spinne jetzt mal, wenn die alle vier
zusammengerechnet nochmal jeweils einen Zehner bringen, dann sind das nochmal 40 Dollar, die man sich in dieser Form als Upgrade-Token organisieren kann. Dann sind wir schon insgesamt bei 95 Dollar, die gesaved wurden. Hätte ich jetzt noch die Hawk, wären es exakt 100. Das ist so meine Prognose, dass wir also, wenn man alle Warbound-Upgrades sich richtig gekauft hat, hat man letztendlich einen, ich sag mal, in Anführungsstrichen einen Gutschein von 100 Dollar in seinem Hangar. So, damit sind wir aber auch durch auf der Website. Das heißt, ich zeige euch jetzt noch die Skins im Spiel von der Prospector und natürlich auch die Ausstellung. Also, let's go! So, und da sehen wir auch die Prospector im schwarz-blauen Skin. Wie ich euch schon gesagt habe, die Triebwerke sind noch falsch. Da ist der Shader nicht korrekt. Die müssten auch eigentlich beide schwarz, also matt-schwarz sein. Aber ich denke, ihr kriegt immer einen ganz guten Eindruck, wie die Schose aussieht. Und ich glaube, das ist ein Skin, der dürfte schon dem einen oder anderen ganz gut gefallen, weil er eben dieses glossige, dieses glänzende und spiegelnde, chromartige Design wegnimmt und dem Ganzen so ein bisschen was Gesetzteres und irgendwie auch Schniekeres gibt. Also meine, das ist halt nur meine Ansicht. Wie gesagt, Skins sind immer Geschmackssache. Holt euch das und lasst es sein, je nachdem, wie es euch eben gefällt. Was übrigens schön ist, dadurch, dass wir diese Glasfront haben, sehen wir den Skin auch von innen, nämlich an den Kanten innen im Cockpit. Das sieht man ganz gut, das wirkt auch ganz nett, zumindest beim blauen Skin. Bei dem anderen, den ich euch gleich zeige, sieht man es aber nicht, weil der einfach weiß ist oder so, ja, so weiß-grau, da fällt es nicht so richtig auf. So, und das ist er. Das ist der weiß-graue Skin. Ihr seht, dadurch wirkt die Prospector eigentlich so, wie sie sonst auch aussieht. Man erkennt halt einfach nur, sie ist ein bisschen weißer. Logisch, ist ja nicht mehr silbern. Und das Glänzende ist eben wieder weg. Gefällt mir persönlich auch wirklich gut auf dem Bild. Muss ich sagen, sah es gar nicht so schön aus. Ich selber habe ja eine Prospector eigentlich nur, weil ich eine Vulture habe. Weil ich halt eigentlich mit der Mole gerne minere. Das ist mir lieber als die Prospector. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich eine Prospector hätte, würde ich mir mindestens mal diesen weißen Skin holen, um dieses Glossige wegzubekommen. Wahrscheinlich würde ich mir aber beide holen, um ein bisschen zu wechseln. Ich finde, die beide passen wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn ich hier nochmal sagen muss, ich verstehe nicht, warum wir keinen goldschwarzen Skin bekommen. Die Expo hat die Farben goldschwarz oder ich habe irgendwas übersehen oder ich bin farbenblind. Wir haben noch nicht einen einzigen Expo-Skin bekommen. Null. 0,0 Expo-Skin, also jedenfalls von den Farben her. Alle sind blau-schwarz. Wahrscheinlich wegen Microtech, aber irgendwie ist das doof. Naja, auf jeden Fall, das sind die Skins und jetzt gehen wir auf die Expo. So, und da sind wir auch schon auf dem Messegelände von MISC heute. Und ich würde sagen, ja, wir gehen einfach mal fix durch. Es ist eigentlich jetzt gar nicht so spannend. Das Spannendste ist unten dann bei den Holotables. Da kommen wir auch gleich noch hin. Ich fange mal hier rechts an. Das kennen wir alles schon. Das sind die Racer von MISC. Also die MISC Razor, um genau zu sein. Die normale. Dann haben wir hier die LX und hier haben wir die EX. Also einmal schwarz, einmal weiß, einmal blau. Dann haben wir hier die wunderbare MISC Prospector, also alle Einsteiger, die es noch nicht probiert haben, leitet euch mal aus, geht ein bisschen minern, ein wunderbares Mining-Schiff, denkt aber dran, es ist leider nur der Standard-Mining-Laser verbaut. Oder was heißt der Standard? Es ist der schlechteste Mining-Laser, den es überhaupt im Spiel gibt, standardmäßig verbaut, so müssen wir es eigentlich formulieren. Das heißt, ihr könnt etwa, ja, ein Drittel der Steine nicht knacken, das andere Drittel der Steine nur mit Mühe und Not und das dritte klappt ganz okay. Also Geld verdienen damit ist eher schwierig mit einer ausgeliehenen Prospector. Es geht zwar schon, aber nicht besonders gut. Aber es ist trotzdem mal ganz witzig, erstmal zu probieren und mal ein bisschen sich das Mining anzugucken. Denn das Mining ist immerhin die am weitesten fortgeschrittene Gameplay-Mechanik, die es aktuell im Spiel so gibt. Jedenfalls meiner Ansicht nach. So, und dann haben wir hier das große Tankschiff. In dem Fall ist es die Militärversion, nämlich die Starfarer Gemini. Im Stream bin ich ein bisschen durchgelaufen, mache ich es hier nicht nochmal. Ich denke mal, schaut es euch einfach mal in Ruhe im Stream nochmal an. Der kommt ja dann morgen online, wenn ihr es genauer sehen wollt. Oder ihr könnt ja auch einfach in die Expo reingehen und mal in Ruhe durchlaufen. Ich verlaufe mich da halt immer und dann wird das Video hier eine Stunde lang, das will auch keiner. Im Stream seht ihr das nochmal ganz gut. Da waren wir eigentlich in allen Räumen drin. Es ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr schweres, aber auch doch ganz cooles Tankschiff. Hat auch Frachtraum, 200 SU oder sowas, also ein bisschen mehr sogar, also eine ganze Menge Frachtraum. Das heißt, ihr könnt aktuell damit sehr, sehr gut traden. Später weiß ich nicht, ob sie das noch ein bisschen anpassen, aber später wird es so sein, dass man gerade mit der militärischen Version in Gefechtssituationen auch mal auftankt oder in gefährlichen Bereichen auftankt, also quasi ein Supportschiff im Endeffekt, ne? So, dann haben wir natürlich wie immer ringsherum
diese ganzen Waffen und das ganze Zeug, was man aber nicht leihen kann, sondern ja, im Endeffekt nur kaufen kann. Aber immerhin ist es gleich in der Nähe. So, gehen wir in die Halle 2-3. Ich glaube, in dem Fall ist es nur die 2. Die 3 müsste sogar zu sein, ne? Ja, die 3 ist zu. Ja, gehen wir kurz in die 2 rein. Und schauen, was dort Wunderbares steht. Freelancer ist ja generell ein sehr breit aufgestellter Hersteller. Also man kriegt eigentlich alles Mögliche, woran man nur denkt. Das Einzige, was sie aktuell zumindest nicht haben, ist ein Exploration-Schiff. Also jedenfalls kein richtiges. Naja, komme ich aber nachher nochmal zu. Hier haben wir erstmal die ganzen Reliant-Varianten. Und da können wir mal ganz fix reingehen. Da verlaufe ich mich auch nicht. Da haben wir hier erstmal die Reliant Marco. Das ist der New Sven. Auch völlig einzigartig. Das heißt, eine Art ja, Streamer oder Nachrichtensender, Raumschiff, wo man hier dann sitzen kann und seine Aufzeichnung machen kann. Wir haben vorne wie immer das Doppelcockpit, das ist bei allen gleich. Also zwei Personen können parallel ja, fliegen oder halt sich die Steuerung auch mal irgendwann übergeben und sich ein bisschen abwechseln. Und im Innenraum haben wir bei allen, ja, bei fast allen Reliant-Versionen, eine gibt es, die hat das nicht, haben wir ein Klo und eine Dusche sowie zwei Betten. Frachtraum gibt es hier jetzt in der Version nicht. Also dieses Schiff, das sage ich auch direkt vorab, wer sich das holen will, es ist flight-ready, aber für nichts zu gebrauchen, aktuell. Weil einfach diese Mechanik noch nicht im Spiel implementiert ist. Ne? Daran müsst ihr auf jeden Fall denken. Dann haben wir die zweite, ja, aktuell völlig sinnlose Version, aber eigentlich meiner Ansicht nach mit die coolste, nämlich die Science-Version, die Reliant Zen. Das ist so ziemlich das einzige kleine Science-Schiff, also Forschungsschiff. Und das sieht innen genauso aus. Wir haben zwei Betten, wir haben Klo und Dusche hier links wieder. Wir haben auch unser Doppelcockpit da vorne. Aber was eben hier besonders ist... Oh Gott, das blendet hier. Diese Blende... Wo kommt das Licht her? Egal, wir haben hier so eine ja, Forschungsstation. Das heißt, ihr könnt hier mit den Händen rein, Handschuhe quasi durch, wie man es aus den Filmen kennt, und dann irgendwas untersuchen. Ihr habt hier auch ein Mikroskop zum Durchgucken und weiter forschen. Ihr habt einen Computer hier an Bord, Forschungscomputer. Ihr habt hier unten so eine Kühlhaltegeschichte. Also ein richtiges Forschungsschiff. Das heißt, mit dem Ding könnt ihr später mal auf Planeten oder so landen und dort irgendwelche Proben nehmen und die untersuchen und diese Daten dann, die ihr da gewonnen habt, diese Erkenntnisse sozusagen weiterverkaufen und damit euren Gewinn machen, ne? Also ein bisschen Forschung betreiben. Das ist ganz geil. Achso, übrigens bei dem News, den habe ich ganz vergessen, der hat hier am linken, oder nee, ist der rechte Flügel, diese Kamera. Das heißt, er könnte also auch Dinge im Spiel abfilmen und dann eben das an irgendwelche NPC-Fernsehsender im Spiel verkaufen. Oder ich weiß nicht genau, wie das irgendwann funktioniert, keine Ahnung. Aber so vom Prinzip ist das so die Idee, ne? Aber ihr könnt euch alles ausleihen hier for free, wie immer. Und könnt euren Spaß mit haben, die Schiffe ein bisschen ausprobieren. Fliegt sich sehr, sehr angenehm, die ganze Reliant-Serie. Wobei sie hat einen recht hohen Spritverbrauch, aber ja, damit kommt man noch ganz gut klar. So, hier haben wir jetzt die Reliant Tana. Das ist die Kampfversion. Die könnt ihr auch ausleihen. Und die sieht innen wieder genauso aus. Ne? Wir haben wieder hier zwei Bettchen an Bord, wir haben Dusche und Klo, wir haben das doppelte Cockpit und sonst eigentlich ja nichts Besonderes. Waffenrack ist jetzt hier und hier ein Schrank, den wir auch später brauchen, um uns schnell zu equippen. Hier Kampfanzug an und dann los, 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 los. Und wir haben hier einen ganz, ganz kleinen Frachtraum von einer SCU. Das ist, naja, sagen wir mal, man hätte es sich auch sparen können. Das eine SCU wird niemand nutzen für Fracht, aber... Andererseits, vielleicht gibt es irgendwann mal richtig, richtig teure Wertgüter, wo auch eine SCU schon viel Geld einbringt, dann kann man das zumindest mitnehmen, ne? Aktuell gibt es was aber eigentlich nicht selbst, also ja gut, man könnte vielleicht, wenn man mal dran vorbeikommt, ein bisschen Dingens mitnehmen, ne? Wie heißt, da habe ich den Namen vergessen, Widow. Könnt ihr Widow mitnehmen, ist halt eine halbe, nee, es ist ein Drittel Aurora sozusagen, das kann man eh kaum verkaufen, damit könnte es sich sogar lohnen, das zu machen. Andererseits, wer fliegt wegen einem SCU irgendwo hin, schwierig. Naja, der Vorteil bei der Tana ist, dass wir zwei Geschütztürme haben und auch mehr Raketen als die anderen und bessere Waffen und so weiter, also auch wirklich deutlich stärker im Kampf. So, und die normale Version, die Standardversion sozusagen, ist die Reliant Core. Auch die hat zwei Geschütztürme mittlerweile, wurde ja gebufft. Aber dafür weniger oder etwas schlechtere Raketen. Und der Innenraum unterscheidet sich nochmal signifikant, denn anders als bei allen anderen haben wir hier weder Bett noch Klo noch Dusche, sondern ihr seht, es ist komplett frei. Wir haben hier einfach nur Frachtraum. Ich glaube, es waren 6 SCU oder 8. Bin ich mir jetzt gerade unsicher.
Ich meine, es waren 6 SCU. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So abzählen ist immer schwierig, aber es müssten 6 SCU sein. Also es ist ein bisschen schwächer als die Avenger Titan, aber nur ein bisschen. Mit 6 SCU kommt man eh nicht weit, mit 8 auch nicht. Das nimmt sich also eh nicht allzu viel, ne? Von daher, das ist nicht das Hauptproblem. Ist ein cooles Schiff, also generell die Reliant ist eine schöne Schiffsserie. Ist gar nicht so beliebt tatsächlich im Verse. Man sieht sie wirklich selten. Weiß gar nicht richtig warum. Wahrscheinlich, weil sie halt ein bisschen teurer sind und weil es dann in der Regel recht schnell ein besseres Schiff gibt, was vielleicht einen Zehner mehr kostet, was aber viel, viel cooler ist oder so. Ich denke, das könnte der Grund sein, dass sie ein bisschen overpriced sind. Da muss CRG noch ein bisschen mehr Balancing nachhaltig beweisen. Aber gerade die beiden hinten, die haben eigentlich keine Konkurrenten und sind sicherlich sehr, sehr spannend. So, das ist die Seite. Und dann gehen wir es nochmal rüber auf die andere Seite. Ich habe übrigens heute meinen Ingame-Sound hier ausgemacht, wegen der Doppelmusik. Das ist immer mega nervig, dass hier auf der Expo Musik läuft, die aber nicht in der Audiospur von der Musik ist, sondern in der normalen Sound-Audiospur. Das heißt, man kann die nicht deaktivieren. Deswegen habe ich diesen Sound mal komplett deaktiviert, dass es nicht dauernd reindudelt, während meine Musik drüber läuft. Das ist, ja. Würde mich freuen, wenn Musik, bitte, liebes CRG, auch wirklich auf der Musikspur läuft und nicht in der Soundspur, weil die einzige Lösung, die unser Einzel hat, ist, die Sounds komplett auszumachen, um diese Doppelmusik zu vermeiden. Na gut, aber ist es jetzt kein Riesenproblem. Ich habe es nur gesehen, dass es halt nervt. Also mich hat es genervt, dass es doppelte Musik gab und deswegen, ja. Im Stream lässt sich es nicht ganz vermeiden, aber im Video kann man das ja mal so machen. Gut, zweite Seite, jetzt kommen natürlich die Freelancer-Versionen, da sind wir ja auch ganz stark dabei. Ihr seht also, Misk ist ein Hersteller, der hat wenig einzelne Schiffe, dafür verschiedene Versionen von einem Schiff sozusagen. Und das sehen wir hier auch, also wir haben 4 Freelancer-Versionen. Das ist gewissermaßen der große Bruder von den Reliance, wobei nicht ganz, es ist nicht ganz so spezialisiert, es ist ein bisschen unspezialisierter. Wir haben rechts hier erstmal die Freelancer Miss stehen, die meiner Meinung nach hübscheste Version von den ganzen Freelancer-Versionen. Könnt ihr auch ausleihen. Das ist wie gesagt die Kampfversion, das heißt, wir haben sehr, sehr starke Raketen an Bord. Im Prinzip ist alles erstmal gleich. Also bei der Freelancer ist es generell so, dass dieser Part, wo diese wunderschöne Schnittkante hier so Design, also 1 plus mit Sternchen das Design hier an der Stelle, ist. Hier ist alles immer gleich. Also ab hier bis vorne ist quasi alles gleich. Es gibt zwar ein paar Unterschiede an der Brücke, aber die sind eher, naja, zu vernachlässigen. Die Waffen sind quasi gleich, also zumindest die Waffenslots immer an den Seiten. Und seht ihr auch, es ist überall dasselbe Zeug drauf, nur halt ein paar andere Waffen angeschraubt. Aber das kann man eh tauschen, deswegen ist es wurscht. Auch die Raketen und den Flügeln sind bis auf eine Version relativ gleich, die Slots zumindest. Wo es aber sich unterscheidet ist, zumindest bei der Miss, erstmal hier hinten im Innenraum. Wir haben hier ein bisschen eingeschränkteren Platz. Ihr seht schon, es ist ein bisschen enger hier, als wir das nachher dann gleich sehen werden. Und wir haben hier in diesem zweiten Zwischenraum diese Raketenabschussvorrichtung. Das ist so eine Schnellfeuer-Raketenabschussvorrichtung. Das heißt, die Raketen gehen hier hoch, zack, 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 wie bei so einem Rollo oben hin. Zeige ich euch gleich noch, damit immer ganz schnell nachgeladen werden kann. Weil das Ding ist ein richtiges Kanonenboot. Das ballert und ballert und ballert. So, Luftschleuse und das ist der Part, wo alles wieder gleich ist. Also hier ist Docking möglich. Ja, und dann haben wir hier vorne nur noch die Betten, 4 Stück und ein paar ja, Displays oder irgendwelche Schränkchen und so ein Kram. Kann man die aufmachen? Kann man sogar aufmachen mittlerweile. Hier gibt es Wässerchen und weiß nicht, was das hier alles ist. Und auf der Seite, was haben wir hier? Da haben wir... Ach ja, eine Dusche. Okay, ich nehme es zurück, wir haben eine Dusche an Bord. Aber ein Klo, ja doch, haben wir auch. Ne? Klo können wir hier auch rangehen. Geht noch nicht auf aus irgendeinem Grund, aber immerhin. Also wir haben ja auch so eine Vollausstattung für den einsamen Mann im Verse. Und wir haben eine Brücke oder ein Cockpit, wie auch immer, mit 4 Sitzen. Das ist schon ganz geräumig und eine richtig große Armatur, die aber auch die Sicht ein bisschen versperrt. Muss man mögen, ich finde es schick, aber andere finden das doof, dass das so ein bisschen ja, die Sicht versperrt. Dann haben wir noch eine Ausstiegsluke hier, ja, das Übliche halt bei der Freelancer. Die meisten kennen das eh, also ich erzähle es ja kaum was Neues, aber ich gehe nochmal kurz durch. Für die, die es vielleicht das erste Mal sehen, man weiß ja nie, wer zuguckt auf YouTube, insofern habt das mal gesehen. So, dann kommen wir zur großen Frachterversion der Freelancer Max mit 140 oder nee, 120 SCU. Ich glaube 120 waren es.
Und ihr seht schon, viel geräumiger der Innenraum, der Frachtraum in dem Fall, die ist auch generell ein bisschen breiter, ein bisschen dicker. Aber sonst ist ja nichts Besonderes. Ne? Ist alles Frachtraum, auch möglich, ein Fahrzeug reinzufahren, pipapo. Dann haben wir hier jetzt nochmal Frachtraum. Und dann haben wir hier wieder Klo, Dusche und der Rest ist wieder gleich. Zeige ich jetzt nicht nochmal, das ist alles immer genau gleich da vorne. So. Achso, mir ist noch was eingefallen, das wollte ich noch zeigen, warte. Das machen wir mal noch fix. Nämlich diese Raketenabschussvorrichtung bei der Miss, die ist nämlich ganz cool. Man sieht sie jetzt leider nicht so ganz, aber ich versuche mal mein Glück. Ein bisschen hochscrollen. So. Und dann müssen wir da ein bisschen rüberfliegen. Und da seht ihr oben in der Mitte diese gelben Schächte, oder ja, diese gelben Luken, die gehen quasi, wenn das Schiff anmacht, auf. Wenn im Kampfzeit sind die offen. Und dann könnt ihr dort sehen, dass da Raketen Abschussvorrichtungen oben rauskommen. Das heißt, zusätzlich zu den normalen Raketen unter den Flügeln gibt es hier so eine richtige Abschussvorrichtung, die ordentlich scheppert. Da kommt ordentlich was raus. Das ist eine Menge. Und Geschützturm haben wir übrigens auch noch. So, den gibt es übrigens auch bei allen Freelancer-Modellen. Ich will nochmal auf eine Sache hinweisen. Nämlich, wenn ihr euch die Freelancer mal leiht, passt auf, wenn ihr hinten rausgeht aus der Luke. Ich zeige mal kurz, warum. Nehmen wir mal an, die Tür wäre zu, oder ich kann es auch mal kurz zumachen. Dann seht ihr das, was ich meine. So. Also ihr wollt rausspazieren. So, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Türe auf. Und dann passiert das. Na, genau. Weil dieser Geschützturm leider eine katastrophal hohe Hitbox hat. Ja, wirklich unfassbar hohe Hitbox. Komm, ich glaube, ich komm nicht mehr raus. Kann das sein? Ich komme nicht mehr raus. Ah, doch, jetzt. Jetzt geht's. Also ihr hängt dann da oben auch eine Weile fest, bis der sich hingewurschtelt hat. Ihr müsst halt wirklich Folgendes tun. Ihr müsst hier quasi bis zu dieser Kante hier laufen. Und dann geht die Tür auch auf. Darauf wollte ich nochmal hinweisen, dass da keiner hier sich dann ärgert. Das ist, also ne, die Hitbox, die geht quasi von da bis hier runter. Also die ist ja komplett die Hitbox. Ich weiß nicht warum. Ist schon ganz, ganz lange so. Das sollten sie dringend mal fixen. Aber gut. Dann haben wir die Freelancer Dur, die ja Exploration Pathfinder Version, also eine Version, die speziell auf lange Distanzen ausgelegt ist und auch ein paar Scanner hat, ein paar besondere Scanner und eben hier diese großen Treibstoff-Sonderdüsen, ja, nee, Düsen sind es nicht, das sind so Treibstofftanks, also hier unten, das ist nochmal eine extra Düse, aber das Ding ist für Long Range gedacht. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel mehr Reichweite, Quantum Drive technisch gesehen, als mit den anderen Freelancer-Versionen und können dadurch weiter fliegen und dadurch auch wiederum Exploration machen. Wir haben außerdem hier ein bisschen was Besonderes. Hier ist so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, Treibstoff, Spezialversorgungszeug, Schläuche, pipapo. Ne? Und ab hier ist dann wieder alles gleich, ab der Docking-Luke. So, das heißt, ihr habt ja also auch weniger Frachtraum, weil das ist ja eigentlich hier auch Frachtraum, ne? So, und Scanner haben wir, wie gesagt, da ein paar besondere, nämlich, man sieht es da oben wieder, muss ich hier wieder umschalten. Habt ihr quasi hier oben diese, ja, diese speziellen Dinger drauf. Wie gesagt, das Scanning-System ist noch nicht implementiert im Spiel so richtig, das heißt, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, aber sie soll eben, da vorne sind noch so ein paar Leuchten, also sie soll verschiedene Scanning-Geschichten machen können, Exploration auch ein bisschen machen können, wie genau, werden wir aber auch noch sehen. Ja, hier ist nochmal so eine extra Antenne unten dran, also ne, das sieht man schon ganz gut, den Unterschied. So, und dann die Standard, die normale Freelancer, das ist diese hier, die so aussieht wie die Prospector, so schön glänzt. Und ja, da haben wir alles ganz normal. Frachtraum. Nochmal Frachtraum hier drin. Und dann gibt es wieder hier die Docking-Geschichten. Nee, halt, Docking ist hier. Genau, hier ist Docking. So, also das ist im Prinzip die Freelancer-Serie. Haben wir sie mal kurz in-game gesehen. Unterscheiden sich schon recht stark, aber sind sich doch viel ähnlicher untereinander, als dass die Reliant-Versionen sind. Ja, da gibt es eher eine Verbindung zwischen der Tana und der Reliant Core. Hier hat man schon ein paar mehr Gemeinsamkeiten. Ja. So, aber da ist quasi auch für jeden was dabei. Standard für alles. Exploration, Fracht und Kampf ist doch ganz nett gemacht. Ne? Ich bin jetzt kein Fan der Freelancer-Reihe, aber grundsätzlich finde ich das immer ganz schön, wenn man so ein paar Optionen hat. Wobei ich hier sagen möchte, ich fände es schön, wenn die Freelancer-Sachen modular wären.
Ja, wenn ich also sagen könnte, ich nehme jetzt das Exploration-Modul von der Freelancer Duo auf meinen Freelancer Max drauf und verzichte dafür auf Frachtraum. Sowas wäre halt einfach cool, wenn das ginge, weil es macht für mich wenig Sinn, zwei Freelancer zu haben, weil ich zwei Dinge machen will. Ne? Das ist so ein bisschen doof immer. Aber mal gucken, Modularität kommt eh noch ins Spiel rein, spätestens mit der Endeavor. Da gehen wir jetzt mal hin. Denn wir haben noch die Holotables. Und die sind, wie ich finde, sehr, 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 sehr cool. Ich zeige euch das mal. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich das mit dem richtigen anfange. Moment. Sieht man das hier? Ja, wir fangen rechts an. So, also, was haben wir denn hier unten? Wir haben die Hull. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir die Hull als Hologramm sehen. Und das hier ist die kleinste. Das ist die Hull A. Und ihr seht es hier ganz gut, was ich euch vorhin erzählt habe. Das ist ein Schiff, was aus zwei Teilen besteht, was hier so verbunden ist und sich dann so zusammenfahren kann. Und wenn es sich ausfährt, trägt es Fracht, aber draußen dran. Und dabei ist es so, dass die Fracht immer ein größeres Volumen hat als das Schiff selber. Das heißt, das Ding ist wie eine Ameise, es trägt mehr, als es wiegt, sozusagen. Ne? Man sieht es ganz gut. Das Schiff, also die Vorderseite und die Rückseite entsprechen ungefähr zwei Frachtboxen. Wir haben aber vier Stück. So. Und das ist schon ziemlich cool. Das ist auch die große Besonderheit bei der Hull-Serie. Und ich muss sagen, die sieht schon relativ fortgeschritten aus. Ein paar Shapes noch hier und da, noch ein bisschen komisch, ein bisschen Whitebox-mäßig, hier sowas zum Beispiel. Aber sonst sieht das schon ziemlich nice aus. Bin mal gespannt. Wann diese Version ins Spiel reinkommt. Eine interessante Brücke hat die Hull generell vor allem. Also es ist so eine bisschen bulligere, also nicht so Freelancer, sondern so ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr Kraft als alle anderen, Brücke. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Was aber noch viel, 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 viel geiler aussieht, ist die nächste. Das ist nämlich diese hier. Ja, ja, ja. Das ist die Hull C, die mittelgroße. Und die sieht schon sehr, sehr viel beeindruckender aus. Und da seht ihr eben, was da noch möglich ist. Also wir haben jetzt nicht nur die Frachten links und rechts, sondern auch oben und unten. Und da wird es dann richtig dick irgendwann. Mit noch größeren Versionen. Wir gehen ja von der C auf die D und von der D auf die E. Wird es immer größer und immer größer. Und dann sind wir auch schon beim Thema Multicrew. Und die hat eine der geilsten Brücken von allen Schiffen, meiner Meinung nach. Also, oder geilste Front. Guckt euch diese Front an. Sieht aus... Ich weiß auch nicht, es erinnert mich an irgendwas, an so einen mächtigen, überkrassen Zug irgendwie. Auch hier an den Seiten so schön abgeflacht, das sieht richtig nice aus, was sie hier gemacht haben. Richtig schönes Design. Laufen wir ein bisschen außen rum. Ein wahres Schmankerl. Ja, mal von außen so ein bisschen gucken. Ich habe irgendwie gerade die Kamera verdreht, warte mal. Moment, so. Noch runter. Ja, oder? Wer kann dazu Nein sagen? Richtig. Was ist denn mit der Ich verstehe die Kamera nicht. Warte, ich muss die Kamera nochmal neu machen. Hier, das geht so gar nicht. So, weg da. Ja, genau. Also, wirklich ein tolles, tolles Schiff. Sie haben halt Probleme mit der Frachtlogik, die sie hier haben. Also dieses System mit diesen Frachtboxen außen dran. Das scheint doch mehr Probleme zu machen, als sie dachten. Und sie brauchen auch Docking dafür. Denn es ist so, dass diese Hull, die kann natürlich so, wie sie hier steht, es nicht landen. Die kann nicht auf dem Planeten landen, sondern die muss sich so eben andocken. Aber die Hull kann trotzdem, wenn sie sich zusammenfaltet, landen. Und ich denke mal, der ein oder andere stellt sich gerade so vor, wie sieht denn das Schiff aus, wenn es keine Fracht hat? Sieht das denn dann noch cool aus? Und die Antwort lautet ja. Ich war mal fleißig und habe was für euch im Photoshop gezaubert. Das zeige ich euch mal. Also das ist ausgefahren. Und das ist eingefahren. Ja, habe ich für euch gebastelt anhand dieses Screenshots. Und das sieht wirklich cool aus. Also sie haben ja auch so ein Shape, aber ein bisschen anders, weil es so reingesteckt ist. Da sieht es nicht so schlimm aus wie bei der Prospect, wie bei der Freelancer. Und guckt euch das an. Ein richtig schönes Design. Schöne Kanten, schöne Shapes hier oben drüber. Unten relativ flach, dann hier so eine kleine Kante. Richtig hübsches Schiff. Wenn sie so mal die Freelancer redesignen, dann bin ich sowas von mega, mega happy. Aber das ist natürlich nur Wunschdenken. Aber wirklich, wirklich, wirklich nice. Kann man nicht anders sagen. Auch die hinteren Triebwerke sind cool gemacht. Richtig schön monströs. Bisschen überdimensioniert. Mega stark. Ja. Also, die Hull-Serie. Eine wirklich schöne Schiffsserie. Meiner Meinung nach.
Ich hoffe, sie kommt bald raus. Ich weiß, viele haben sie schon, viele wollen sie und warten darauf, dass das Ding ready wird. Zu Recht auch. Sie ist schon sehr, sehr lange im Konzept, schon seit unzähligen Jahren, weil man da nicht wirklich vorangekommen ist. Aber ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg mit den Frachtboxen. Und diese Bilder, die wir hier sehen, die zeigen mir zumindest, dass sie schon vorangekommen sind. So. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze läuft. Docking soll ja mit der 3.13 wahrscheinlich dann kommen. Die erste Iteration mit der mit den Snapfightern von der Constellation. Und vielleicht kommt dann auch schon was zur Hull. Ne? Mal sehen. Ich denke mal, es scheint mir nicht das Problem zu sein, die Hull zu bauen, sondern wirklich diese Frage zu beantworten, wie belädt man die Hull, wie entlädt man die Hull? Weil einfach nur dran spawnen ist so eine Sache. Und es ist ja auch eine Performance-Frage. Denn die Hull soll ja im schlimmsten Falle 10.000 SCU mit sich rumtragen. Das heißt, sie müssen halt auch 10.000 Frachtboxen draußen am Schiff dran kleben und die halt irgendwie mit einrechnen und darstellen lassen. So, wenn du dann 5 Hulls hast, die voll beladen sind, dann bricht der Server zusammen. Das kannst du auch nicht bringen. Also ich denke mal, da ist noch ein bisschen Search and Research quasi notwendig. Naja, wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und morgen, Freunde, kommt mein Lieblingshersteller endlich, Drake. Und ich bin super, super gespannt, was uns Drake zu bieten hat. Gibt es ein neues Raumschiff in Concepts? Heute gab es ja keinen mit Mist, aber vielleicht gibt es bei Drake was Cooles. Die hätten es nötig, mal wieder ein neues Schiff rauszuhauen, ein Concepts-Schiff vor allem. Denn da ist eigentlich kaum was offen. Also klar, die Kraken ist offen, die Corsair ist offen, aber gerade im kleinen und mittleren Segment ist dort aktuell nur noch die Vulture. Vielleicht ist da mal irgendwas vorangekommen, wir werden es sehen. Lassen wir uns einfach überraschen. Morgen 16:30 wieder im Livestream. Freue mich auf euch und ich würde sagen, bis dann. Ciao. With 65 degrees, last time I is, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there were rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?